ist der Ökolandbau eine nachhaltigere Wirtschaftsweise, war die Frage von Herrn Lorenz. Und wie viel Ökolandbau braucht Deutschland tatsächlich? Eine Vorbemerkung, damit ich nicht erst in die falsche Ecke gestellt werde. Solange die Weltbevölkerung wächst, und sie wird es weiterhin tun, obwohl wir bereits 1992 in den Dokumenten des Club of Rome stehen haben, es gibt zwei große Herausforderungen für die Menschheit. Das ist die Reduktion des Bevölkerungswachstums durch Wohlstandsentwicklung und das ist die Bändigung des Kapitals. Die Gesellschaft dieser Erde ist an beiden Forderungen grandios gescheitert. Wir werden 2050 etwa 9,5 Milliarden Menschen auf dieser Erde haben. Die Reduktion der armutsbedingten Bevölkerungswachstums ist die zentrale Herausforderung für die Weltgesellschaft. Nur wenn das gelingt, können die Ernährungsprobleme der Erde überhaupt gelöst werden. Die Reduktion der Nachernteverluste ist ein Problem. Sie hören jetzt in der Presse und im Fernsehen immer wieder, 30% der gewachsenen Biomasse wird vernichtet. 28% davon in der Entwicklungswelt, also in der dritten Welt, durch die Verluste, weil Lagerung und Konservierung nicht beherrscht wird. In den entwickelten Ländern Westeuropas, Amerika, Kanada, steht die Verschwendung bereits gekaufter Produkte im Vordergrund. Also in Afrika steht das Problem, wie kriegen wir es fertig, dass die gewachsene Biomasse durch Lagerung, Konservierung, Verarbeitung ernährungswirksam wird. Und in unserer wohlsituierten, entwickelten Welt steht die Frage, wie verhindern wir, dass bereits gekaufte Produkte weggeschmissen werden. Vermeidung von Veredelungsverlusten durch Minderung des Fleischverbrauchs. Nun sage ich das nochmal klar auf Ihre Frage. Wir müssen nicht über Vegan und Vegetarier reden. Wir können aber darüber reden, dass jeder Deutsche 15 bis 20 Kilogramm Durchschnittsverbrauch Fleisch unnötigerweise verzehrt. Die brauchen wir nicht zu einer gesunden Ernährung. Das ist damit gemeint. Abbremsung des steigenden Pro-Kopf-Verbrauches in der entwickelten Welt. Die Chinesen legen eine Entwicklung des Fleischkonsums hin in den letzten Jahren. Wenn die so weitermachen, müssen wir die Fleischproduktion auf der Erde verdoppeln. Wenn alle so leben wollen wie wir, müssten wir doppelt so viele Tiere halten, wie wir heute halten. Ganz das Gegenteil von meinem ersten Vortrag. Nahrungsmittel auf der Basis von Pflanzenbiomasse. Natürlich kann man Hafermilch trinken, die energetisch, klimapolitisch viel, viel günstiger ist als Kuhmilch. Können wir tun, sollten wir tun. Analogprodukte, Käse und Wurst, sollten wir tun. Und all denen, die ganz aufs Fleisch verzichten wollen, muss man die Frage bitte stellen, 2/3 der landwirtschaftlichen Nutzfläche ist Grünland, absolutes Grünland. Hat jemand eine Idee, wie man aus Gras menschliche Nahrungsmittel macht? Direkt, ohne Tiere? Das heißt also, wer den flächendeckenden Vegetarier fordert, der muss zur Kenntnis nehmen, dass die gesamte Versorgungsleistung des weltweiten Grünlandes ausscheiden würde. Es sei denn, die Biotechnologen schaffen es, dass Grünland über synthetische Prozesse in nahrungsfähige Produkte umsetzt. Einschränkung des Entzugs landwirtschaftlicher Nutzfläche, das schwätzen wir seit 50 Jahren. Es sind immer noch 30 bis 40 Hektar pro Jahr, die wir in Deutschland jährlich verbrauchen. Das Fazit dieses Bildes soll weiter nichts vermitteln. All dies müssen wir dringend tun, einschließlich der Dinge, die Sie sagen. Und trotzdem brauchen wir eine umweltverträgliche Steigerung der weltweiten Agrarproduktion. Meine Damen und Herren,
im Jahre 2050 steht jedem Erdenbürger genauso viel landwirtschaftliche Fläche zur Verfügung wie den Deutschen im Jahre 2019. Was heißt denn das im Umkehrschluss? Auf allen Flächen muss 2050 so intensiv gewirtschaftet werden, wie heute in Deutschland gewirtschaftet wird, es sei denn, wir reduzieren das Bevölkerungswachstum, es sei denn, wir schränken den Fleischkonsum weltweit dramatisch ein. Ökolandbau ist eine extensive Wirtschaftsweise und eine Bereicherung für uns alle, denn die Erfahrungen und Erkenntnisse im Umgang mit Gratisfaktoren, sie zu mobilisieren, ist etwas, was uns allen in der Landwirtschaft dringend gut tut. Anbau und Haltungsformen, mechanischer, biologischer Pflanzenschutz, in der ganzen Auseinandersetzung, die wir in der Gesellschaft führen, ist die Frage doch erlaubt, muss im Herbst tatsächlich Glyphosat absolut eingesetzt werden oder können wir mit mechanischer Bearbeitung zumindest in Trockenjahren eine Entlastung schaffen? Dinge, die wir uns täglich fragen müssen in der Fortschreibung unserer eigenen Vorstellungen. Wertschöpfung und Verarbeitung, Lagerung, Direktvermarktung beim Primärproduzenten. Achten Sie einfach mal darauf, wenn in Zukunft jemand im Fernsehen über Ökolandbau spricht, dann ist das in aller Regel kein Primärproduzent, sondern dann ist das immer jemand, der eine ganz bestimmte Nische in der Verarbeitung, in der Veredelung dieser Produkte präsentiert und daraus seine Wertschöpfung macht. Das ist etwas, was Landwirtschaft vom Ökolandbau durchaus lernen kann. Ganz nüchtern und ganz abgeklärt gesagt, Ökolandbau hat volle Berechtigung, solange Kapital, Arbeit und Boden anspruchsgerecht entlohnt wird. Zukunftsfähig ist aber eine Landwirtschaft dann, wenn sie diese Weltbevölkerung weiterhin ernähren kann, die Zahl der hungernden Menschen endlich reduziert, immer noch 1 Milliarde Menschen, die jährlich hungern. Sie muss also effizient, wirtschaftsverträglich sein, umweltverträglich, sozialverträglich, tierverträglich und nachhaltig sein. Es ist egal, ob ich diese Forderungen auf dem Wege des Ökolandbaus oder des konventionellen Landbaus erfülle. Ökolandbau ist eine betriebswirtschaftlich interessante Wirtschaftsweise in Mitteldeutschland, solange das Bioproduktangebot kleiner ist als die Nachfrage. Das sichert den inflationsbedingten Preisanstieg, der notwendig ist, um auch im Ökolandbau erfolgreich wirtschaften zu können. Und die heutige Preisdifferenz zwischen Ökoprodukten und Bioprodukten muss mindestens erhalten bleiben oder größer werden. Und solange Ergebnisse der ostdeutschen Bioanbauern, eigene Ergebnisse der ostdeutschen Biolandwirte und konventioneller Landwirte, solange der Preisunterschied 20 Euro pro Dezitonne Brotweizen beträgt, ist die Welt in Ordnung. Solange die Unterschiede bei der Milch jenseits von 10 Cent sind bis 20 Cent sind, dann kann ich ökologisch hervorragend Milch produzieren. Das führt dazu, das sind jetzt bundesweite Ergebnisse, dass die grüne Linie Ökolandbau beim Gewinn plus Personalkosten leicht über dem konventionellen liegt und, das ist für mich sehr überraschend gewesen, dass bei allen Wirtschaftsformen immer der Ökolandbau die Nase vorn hat vor dem konventionellen Landbau. Solange dies so ist, ist jeder betriebswirtschaftlich denkende Landwirt gut beraten, sich mit dem Problemkreis Ökolandbau zu befassen. Also Richtung grünen Forderungen, Greenpeace-Forderungen und so weiter. Die Forderung muss aber mindestens so groß bleiben, wie sie heute ist, möglichst steigen für den Ökolandbau. Hier sind die Förderungszahlen für einige Länder mal aufgeführt, für die Einführung und für die Beibehaltung des ökologischen Landbaus. Hier bleibt die Frage, die Förderung beträgt 535 Euro im Ökolandbau
und im konventionellen Landbau insgesamt 362 für die Jahre 2015-16. Das heißt, Ökolandbau bezieht pro Hektar aus Direktzahlung und Kuhlabförderung und Ökoförderung 173 Euro mehr Prämie als der konventionelle Landbau. Der Bruttoumsatz der Betriebe wird im Falle Ökolandbau zu 29% aus staatlicher Förderung realisiert und beim konventionellen Anbau zu 14%. Wer von den beiden abhängiger ist von staatlichen Zahlungen, ist, glaube ich, eindeutig beantwortet. Also man braucht ein großes Vertrauen in die Stabilität der Agrarpolitik, um sich auf diesen Weg zu begeben. Und alleine der Weg von 8% auf 20% würde bedeuten, 494 Millionen Euro müssten mehr ausgegeben werden, als heute ausgegeben werden. Wo kommt das Geld her? Zuerst aus den Agrarumweltmaßnahmen, das heißt, wir verteilen um von Naturschutzmaßnahmen, Kulturlandschaftsprogrammen zum Ökolandbau. Und der zweite Ansatz ist aus der Direktzahlung. Und Direktzahlung umwandeln in Ökoprämie heißt, dass ich ein Gewinnbildungselement durch ein Kostenbildungselement ersetze. Wenn ich die Direktzahlung 100 Euro senke, verliere ich 100 Euro Umsatz. Wenn ich den Ökolandbau erweitere, erhöhe ich meine Kosten und kriege einen Teil der Kosten wieder kompensiert. Das heißt also, die Erweiterung des Geldes von der Säule 1 zur Säule 2 bedeutet für die Landwirtschaft in Gänze einen puren Verlust. Ökolandbau bleibt betriebswirtschaftlich so lange interessant, wie eine zahlungsfähige Gruppe von 10-20% der Bevölkerung bereit ist, staatliche Gelder dafür einzusetzen, dass diese privilegierte Gruppe sich teure Produkte kaufen kann. Ich frage mich, wie ich das prekären Bevölkerungsschichten erklären soll, dass Steuergelder eingesetzt werden, damit zahlungsfähige Menschen sich teure Nahrungsgüter leisten können. Ökolandbau erfährt eine gesellschaftliche hohe Anerkennung, viele Sympathien. Wenn Sie rausgehen und sagen, ich bin Ökolandbau, dann ist alles in Ordnung. Ich habe 50 Ökolandbaubetriebe mit meinen Kollegen in den letzten 25 Jahren bezüglich Umweltverträglichkeit analysiert. So einfach ist die Welt nicht. Ökolandbau verfügt über den Verzicht auf Agrochemikalien, über ein geringes Umweltbelastungspotenzial. Wer keinen Stickstoff düngt, kann auch nicht verantwortlich sein dafür, dass Stickstoff im Wasser ist. So einfach ist die Welt. Ökolandbau verspricht gegenüber dem konventionellen Landbau eine größere Vielfalt im ländlichen Raum. Bezüglich der Fruchtartenanteile in den Betrieben unterscheiden sich unsere 50 Ökobetriebe von den 850 konventionellen Betrieben nicht. Das heißt also, der reine Ackerbau hat genauso nur 4 Fruchtarten wie der konventionelle und der Viehhaltungsbetrieb hat durch das Futter etwas mehr. Aber kein Unterschied bei den Fruchtartenverhältnissen. Die Unterschiede in der Agrardiversität in der Feldflur ist die zweite Frage, also außerhalb der Produktionsflächen. Und hier gibt es eine für meine Begriffe hochinteressante Arbeit von Nalepa aus Göttingen. Der hat mit seinen Kollegen im Jahre 2016 veröffentlicht 8 weltweit durchgeführte Studien, die alle das Ziel haben, zu schauen, was wird aus der Naturpopulation einer Fläche, wenn wir aus dieser Fläche Öko-Ackerbau machen oder konventionellen Ackerbau machen. Und das Bild zeigt recht deutlich, dunkel konventioneller Ackerbau und hell der ökologische Ackerbau, die Arten
Vielfalt auf den Flächen geht sowohl im konventionellen als auch im ökologischen Landbau deutlich zurück. Eine Bestätigung einer Aussage Haber, erster Chef des Umweltgutachtens 1985, hat geschrieben: Ackerbau und Vielfalt auf der Fläche sind Gegensätze, die man nicht lösen kann. Genau das zeigt sich hier. Fazit dieser ganzen Diskussion ist: Auf einem Hektar konventionellen Ackerbau haben nur 14% der Artenvielfalt der naturbelassenen Fläche eine Chance. Und im Ökolandbau sind es 67%, die übrig bleiben. Also, 33%, die übrig bleiben. 67 geht es zurück. Das heißt also, ob Sie ökologischen Ackerbau betreiben oder konventionellen, wir reduzieren die Artenvielfalt auf der Ackerfläche um mehr als ein Drittel bis zu etwa 84%. Also pro Flächeneinheit ist der ökologische Ackerbau dem konventionellen Anbau deutlich überlegen. Er reduziert die Artenvielfalt nur auf 33 und nicht auf 14%. Na, Lepper hat eine zweite Frage gestellt. Er hat gesagt, wie ist denn das für die Produktmenge, die wir in Deutschland erzeugen müssen? Und ich habe dafür mal die Erträge Ostdeutschland für den Winterweizen genommen. Die liegen bei 71 Dezitonnen im konventionellen und bei 31 im ökologischen Landbau. Mittelwerte aller ostdeutschen Ökobetriebe und konventionellen Betriebe. Und Nalepa sagt, wenn ich die gleiche Weizenmenge erzeugen will, also beispielsweise 70 Dezitonnen, dann brauche ich einen Hektar konventionellen Ackerbau und ich brauche 2 Hektar ökologischen Ackerbau. Ich kann also einen Hektar gelbe Fläche naturbelassen lassen mit 100% Artenvielfalt und einen Hektar mit 14% Reduktion, Bestand an Arten, im Mittel 57%. Das heißt also, am Ende schneidet der ökologische Landbau schlechter ab in der Artenvielfalt pro produzierte Produkteinheit in Deutschland, pro benötigte Produkteinheit zur Selbstversorgung, als der konventionelle Landbau. Hinter dieser neuen Studie steht die Auffassung vieler Kollegen, das ist bereits 1998 in einem VDLUFA-Standpunkt veröffentlicht: Wir brauchen einen Mindestumfang an ökologisch-landeskulturellen Vorrangflächen in jedem Naturraum. Also beispielsweise in der Erfurter Ackerebene mindestens 10% der Agrarraumfläche darf nicht produktionsorientiert genutzt werden. Hecken, Blühstreifen, extensive Grünlandflächen und so weiter. Und in verbauten Geländen sind das bis zu 25% solcher Flächen, die notwendig sind. Das ist der Hintergrund. Die blauen Pfeile zeigen diesen Anteil, der notwendig ist an gelben Flächen, um ein vernünftiges Verhältnis zu realisieren. Ökolandbau verspricht, gegenüber dem konventionellen Landbau gesündere Nahrungsmittel zu erzeugen. Wir selbst haben jahrelang in der Landesanstalt in Thüringen solche Untersuchungen gemacht, konnten das nicht bestätigen. Dann kam Frau Künast an die Macht und hat bundesweit eine riesengroße Studie veranlasst. Ergebnis ist: kein Beleg für die gesünderen Nahrungsmittel im Ökolandbau. Ohne jede Häme füge ich an der Stelle einmal zu: und 53 Ehektote in Deutschland sind an Biosprossen verstorben. Das kann in jedem anderen Bereich auch geschehen. Aber man darf doch bitte solche Dinge nicht unter dem Motto machen, da ist alles in Butter, da ist alles gesund. Ohne jegliche Gässigkeit, sondern einfach nüchterne Vorstellung. Ökolandbau verspricht, ressourcensparender zu wirtschaften. Immer das Gleiche. Ja, in Bezug zur Fläche, in Bezug zur GV. Also pro Flächeneinheit setzen wir weniger
Ressourcen ein. Entscheidend ist aber in Deutschland, dass ich noch nicht mal selbst versorgt, quantitativ, ist die Frage, wie sieht der Ressourcenverbrauch pro Produkteinheit aus? Und da kehrt sich das Ergebnis eben um. Ökolandbau verbraucht je Hektar Getreide und je Liter Milch mehr Ressourcen als der konventionelle Landbau. Ganz einfache Rechnung. Sie haben hier etwa 550 mm Niederschlag. Das sind eine Wassermenge, die auf die Fläche fällt. Wenn Sie da 30 Dezitonnen ernten, dann kostet die Dezitonne die doppelte Wassermenge, als wenn Sie 70 Dezitonnen ernten. So einfach ist das Leben. Das müssen wir uns aber auch wirklich vergegenwärtigen. Die summierte Nutzungseffizienz aller Ressourcen ist im Ökolandbau geringer als im konventionellen Landbau. Ist umweltverträglicher als konventioneller Landbau. Ich hatte Ihnen gesagt, es gibt bundesweit 900 Auswertungen für 500 Betriebe mit rund 800.000 Hektar Flächen. Deutschlandweit, in diesen Betrieben ist die Umweltverträglichkeit nach einheitlichen Maßstäben beurteilt worden. Das ist das, was ich Ihnen vorhin schon mal gesagt habe. Und jetzt sind die 50 Ökobetriebe der Gesamtheit gegenübergestellt. Da zeigt sich, die Fruchtartenvielfalt ist im konventionellen Landbau tolerabel, im ökologischen Landbau sehr gut. Die Feldgröße im Westen tolerabel, im Osten nur noch tolerabel. Wir haben zu große Felder im konventionellen Landbau immer noch. Im Ökolandbau im Westen kleine Felder und im Osten immer noch niedrig, aber Klammer auf, die Ökobetriebe sind im Schnitt nur ein Drittel so groß wie die konventionellen Betriebe. Große Betriebe haben große Felder, kleine Betriebe haben kleine Felder, also eine Relativierung. Humussaldo, im konventionellen Landbau ein tolerabler Saldo, sprich ein geringer Überschuss an Humusreproduktion, den wir praktizieren, im ökologischen Landbau ein hoher Überschuss an Humus und damit ein hohes Mineralisierungspotenzial. Bedenken Sie, dass der Ökolandbau aus der organischen Düngung seine Stickstoffquellen zieht. Endsaldo hier noch tolerabel, also 30 bis 50 Kilogramm ist die Grenze des tolerablen Stickstoffsaldos. Das erreichen wir in den Kultbetrieben gerade so mit 49 Kilogramm. Im ökologischen Landbau minus 20 Kilogramm. Das ist eine pure Umweltentlastung, ganz klar. Für jeden Hektar Fläche wird weniger Stickstoff zugeführt, als entzogen wird. Aber nun stellen Sie sich doch mal den Blumentopf vor, in dem Sie eine Pflanze reinstecken und sagen, jetzt wachs mal Pflanze. Und dann schneiden Sie das erste Jahr die Pflanze ab und dann lassen Sie den Blumentopf stehen. Dann wächst die das zweite Jahr. Was denken Sie, wie lange die das macht? Ihr macht es so lange, bis der Nährstoff des Blumentopfes leer ist. Nichts anderes betreiben wir dort, wo wir die Nährstoffentzüge nicht wieder düngen. Bei Phosphor das Gleiche. Übrigens, bei Phosphor gilt für die ostdeutsche Landwirtschaft, bitte hört auf mit der Reduktion der Phosphorsalzen. Wir fahren in eine Falle hinein, dass wir Ertragsdepressionen infolge von Phosphormangel haben, aus der wir uns nur schwer wieder erholen. Und bedenkt bitte, wer heute nicht Phosphor düngt, sondern morgen, zahlt das Doppelte, weil die Preise natürlich ansteigen. Bodenverdichtung, kein Problem, beide arbeiten mit der gleichen Technik. Pflanzenschutz, natürlich, der Ökolandbau haushoch überlegen. Wer nicht spritzt, kann auch nicht für Rückstände verantwortlich sein. Energiesaldo, der Ökolandbau holt nur 0,16% der aufkommenden Sonnenenergie in das Material hinein. Der konventionelle genau die doppelte Ausbeute der Sonnenenergie. Treibhausgasemissionen, habe ich schon gesagt, komme ich gleich nochmal mit ein paar Beispielen. Wo steht der Ökolandbau bei diesen 938 Auswertungen deutschlandweit? Die Ökobetriebe gehören zu der Gruppe, die komplett umweltverträglich sind, und die Gruppe, die einzelne Schwächen aufweisen, also beispielsweise negativer Stickstoffsaldo, negativer Phosphorsaldo und deshalb nicht das Zertifikat bekommen. Ökobetriebe gehören nicht zu den Betrieben,
mit extremen Umweltsünden. Das ist eine positive Wertung, hängt aber mit diesen Entlastungseffekten, die ich gesagt habe, zusammen. Tierartgerechter zu wirtschaften. Ja, es sind im Ökolandbau größere Flächen pro Tier vorgeschrieben. Das ist vom Grund her eine positive Entwicklung, wenn man sie stalltechnologisch beherrscht. Bei Mutterkühen keine Unterschiede. Auslauf ist in beiden Betriebszweigen möglich. Die entsprechenden Mehraufwendungen sind auch eindeutig. Wenn ich Bestände mit ständigem Auslauf gestalten will, ist das also ein arbeitswirtschaftlich großes Problem. Der eingeschränkte Medikamenteneinsatz ist positiv, aber beispielsweise unsere ausgewerteten Kuhbestände sind im Ökolandbau nicht älter als im konventionellen. Das, was sie an weniger Leistungsstress haben, das haben sie an fehlender Behandlungsmöglichkeit, sodass also die Lebensalterzeiten der Kühe nicht besser geworden sind. Der Schweinehaltung durch Verbote von Kastenhaltung und Spaltenböden weniger Beeinträchtigungen, aber auch höhere Verluste. Allerdings hat die Schweineproduktion aus eben genau diesen Gründen im Ökolandbau nur eine ganz geringe Bedeutung. Jede Nutztierhaltung reduziert die Lebensdauer gegenüber der Naturpopulation. Durch diese Nalepa-Studie bin ich mal angeregt worden zu sagen, schauen wir doch mal, wenn wir immer davon sprechen, viel tiergerechtere Wirtschaftsweise. Wir reduzieren die Lebensdauer gegenüber der Naturpopulation in der Nutztierhaltung auf 10-60% generell. Beim Schwein, der Schweinehaltung ist es etwa 5%, bei der Sauenhaltung ist es etwas größer, bei der Mastrin, beim Kalb geringe Unterschiede. Das heißt, in beiden Fällen schöpfen wir die naturgegebene Lebensdauer der Tiere nur begrenzt aus. Wenn ich jetzt im Fernsehen höre, also wir essen jetzt nur noch Schwein von Tieren, die mindestens 10 Jahre alt geworden sind, dann frage ich sie, ob sie wirklich schon mal Schwein gegessen haben. So, klimaschonender zu wirtschaften. Jetzt ist es nicht mehr ein Modellbetrieb, wie ich Ihnen das eingangs gezeigt habe. Jetzt sind es konkrete Betriebe aus diesen 938 Betrieben. Der reine Ackerbaubetrieb mit null Viehhaltung, Emissionen von 2 Tonnen, ich wiederhole mich. Der biologische Ackerbaubetrieb mit 1 Tonne halbierte Treibhausgasemissionen. Wenn die Viehhaltung dazukommt, steigt die Emission dramatisch an. Auf der linken Seite die eingesammelte und in die Produkte eingelagerte Kohlenstoffmenge. 14 Tonnen im konventionellen Ackerbaubetrieb, 6 Tonnen im konventionellen, im biologischen und wenn Viehhaltung dazukommt, so gering, entsprechend die Salden mit Viehhaltung, Ökolandbau, negative Treibhausgassalden. Dieses Bild sagt nichts anderes. Jetzt komme ich wieder auf Ihre 100%. Würden wir in Deutschland 100% Ökolandbau betreiben, würde der Treibhausgassaldo um 50 Millionen sinken. Das heißt also, wir würden das Klima um die Hälfte dessen, was wir heute haben, verschlechtern. Infolge des geringen Verbrauchs von Mineraldünger und Pflanzenschutzmittel ist die Treibhausgasemission selbst, das habe ich Ihnen schon im ersten Vortrag gesagt, deutlich geringer als im konventionellen, je Produkteinheit nicht. Infolge der geringen Erträge ist das, was wir aus der Atmosphäre holen, weniger. Der Treibhausgassaldo ist um durchschnittlich 3-5 Tonnen kleiner als im konventionellen Landbau. Ökolandbau ist nicht klimaentlastend. Ich komme zu der Eingangsfolie zurück. Die Bevölkerung wächst von 7,2 auf 9,5 Milliarden Menschen. Wir wissen, dass die Weltbevölkerung wächst. Wir wollen, das kann man jetzt nicht lesen, ne? Sehe ich gerade jetzt, weniger Hunger auf der Erde, weniger Verschwendung, weniger Nachernteverluste, Tierhaltung möglichst nicht,
gigantisch erweitern. Das sind die großen Voraussetzungen. Die Folgen sind, wir brauchen global steigende Erträge von jedem Hektar landwirtschaftlicher Fläche der Erde. Die Fläche wächst nicht auf der Erde. Das, was an Neugewinnung kommt, wird wieder weggefressen. Ressourcen, Wasser und Nährstoffe werden keinesfalls mehr, um mehr Erträge zu machen. Wir müssen also irgendwas anderes machen. Das heißt, wir brauchen steigende Erträge und Leistungen und das umweltverträglich. Und wenn die Ausweitung des Ökolandbaus in Deutschland eine Reduktion der Selbstversorgung bedeutet, dann ist das das Gegenteil von dem, was wir brauchen. Fazit: betriebswirtschaftlich ist Ökolandbau gegenwärtig in Ostdeutschland, in Deutschland eine hochinteressante Variante. Die Welt mit Ökolandbau, wie das Empfehlungen sagt, wir brauchen nur weltweit Ökolandbau zu machen, dann sind die Probleme gelöst. Das ist eine Mär, die keinen Beweis standhält. Schönen Dank.